Was geht ab, meine Brüder und Schwestern? Das klingt jetzt irgendwie so sektenmäßig, aber ist ja auch egal. Ich habe mich gerade beschissen vor diesem Big Daddy erschreckt, als ich das Spiel gestartet habe. Aber nun gut, Sachen gibt's, die gibt's halt nun mal nicht, ne? Wir verfolgen den mal, hoffentlich holt er diese Little Sister raus, die Little Chaya. Da, warum ist denn die Kamera auf einmal so schnell? Da bin ich einfach nur nicht mehr gewöhnt. Wir müssen ja übrigens diese Atombombe oder irgendeinen Scheiß zusammenbauen. Alter, wenn der läuft, dann wird mir auch schwindelig, ne? Da drehst du ja voll am Rad. Wobei, hier wäre der geeignete Ort, den anzugreifen, aber was bringt's, wenn er keine Little Sister dabei hat, ne? Komm, Junge, hol die bitte hier raus. Komm, komm. Jawohl. Jawohl, denn hier haben wir auch unsere Leibwachen hier. Unsere Bodyguards. Oh, ich hab nur eine Splittergranate. Ja, willst du schlafen? Und der holt dich einfach da raus, du böser Daddy, du. Aber schon liebevoll, wie der mit ihm umgeht. Komm her, Schlampe. Ich komm schon aus der Ecke raus. Ich komm schon aus der Ecke raus. Ja, komm. Yeah, das war ja mal kein Problem jetzt. Was war das? Finde 4R4. Ach, gerade. Na, doch. Doch. Doch, Baby. Doch, doch. Du willst es doch auch. Oh ja. Wir lieben Kinder anscheinend. Danke, Mister. Kein Problem. Danke. Kein Problem. Ja, müssen wir jetzt mehrere Big Daddy töten oder was? Das Ding hat er kaputt gekriegt. Das nicht. Oh, wir sind der neue Mr. B. Okay, warte mal. Irgendjemand löschen. Aber wo? Hä? Waren wir hier schon mal? Irgendwie. Ah. Ach so, deswegen verschwinden die auch nicht. Wir müssen jetzt alle Big Daddy nochmal abgrasen. Oh, krass. Er hat krass gesagt. Wo sind denn die? Ach, scheiß drauf, mein Gott. Heul weiter, dumme Sau. Interessierst mich gleich null. Okay, die sind hier oben bestimmt. Warte mal, kann man hier noch irgendwas Tolles kaufen? Ja! Splittergranaten auf jeden. Danke. Nein, nein, Muchas gracias, gib mir nichts. So. Wer hat das gesagt? Die Schnauze. Warum hat er gerade. Oh, scheiße, scheiße. Ach, diese Penner sind es. Ah, ich hab Angst vor denen. Geh weg. Ah. Schmock. Oh, ich hab doch Angst vor denen, Mann. Ich will doch nicht gegen die kämpfen. Wann versteht denn das Scheißspiel das endlich mal? Irgendwie wollte ich das gar nicht verstehen. Gut, wir sind halb tot, wir haben keinen Adam. Jetzt schon. Oh. Schmuchtel, schmuchtel. Das ist auch so paradox, dass ich erstmal das Eis anzertrümmern muss, damit ich den tot kriege, ne? Ach, so läuft das ab. Damit bin ich einverstanden, ne? Boah, dann dürften mir diese Big Daddies ja aber nicht einfrieren, das ist ja ein dickes Problem. Hallo? Ich höre den nächsten Big Daddy, das ist gut. Da unten ist er. Das ist ein mieser Kampf, ganz ehrlich. Ich hab's geahnt, ich hab's geahnt. Ah, Munition leer, Munition leer. Geh weg, du fettes Drecksvieh. OMG, MG. Alter, ich seh nichts. Au. So blöd oder so. Aber schau, was du mir damit wehtun kannst. Vollidiot. Ziel erreicht. Finde 4R34 Drahtbündel. In die EMP-Bombe eingeben. Ja, aber kein Problem. Andere Schmuck geht mir am Arsch vorbei, der da rumschreit. Der kann was weiß ich machen, was er will. Das hat mit mir nichts zu tun. Scheiß Arschlöcher. Boah, ich hab grad einen Schock bekommen. Ich dachte gerade, ich nehme nicht auf, ne? Meine Güte, er schreckt mich nicht so. Ich bin gerade so gut dabei und dann hätte ich nicht aufgenommen. Nee, das wäre traurig gewesen. Enemy, das geht gar nicht, Mann. So, wir müssen jetzt auf jeden Fall. Ja, da rein, ne? Hier war das. So, dann laufen wir doch mal. Oder kriechen. Oh, was leuchtet da noch? Health Packs! Wow, Party People! Hab ich gar nicht gesehen.
Wodka. Ziel erreicht. Gib die R34 in die EMP-Bombe. Haben wir. Dafür hast du nicht die nötigen Bestandteile. Die benötigten Objekte sind in deinem Journal aufgeführt. Woher kriege ich mein Journal? Die Quasi ist doch Mensch. Ist das hier? Finde 2 Quarter-Cans Ionengel. Die Bombe benötigt 2 Quarter-Cans Ionengel, um die elektrische Ladung zu erzeugen. Das Ionengel findest du in ganz Hephaestus. Herr Arschleckendus. Ja, toll. Ich finde es jetzt hier überall. Überall kann ich es hier finden. Geht es auch vielleicht ein bisschen präziser, wo es vielleicht genau finden könnte. Ist das hier markiert oder so? Ja, vielleicht muss man irgendwo mal hinlaufen, wo wir halt noch nicht waren. Also ganz klar hierhin. Das heißt, wir müssen jetzt da hoch. Ah, was weiß ich, wir laufen einfach. So schwer kann das doch schon nicht sein, oder? Wir laufen jetzt einfach mal hier hoch. Und dann laufen wir da hinten lang. Irgendwann findet es schon. Ihr habt ja Geduld mit mir. Das weiß ich doch. Aber das ist typisch, dass die jetzt so das Spiel bis sie strecken. Beziehungsweise die Levels, um dann hier die ganze Scheiße zu suchen. Das war jetzt mein Fehler. Warte. Oh, renn doch nicht weg, du Schmuck. Ich wollte dich gerade in 3 Stunden verbrennen, eigentlich. Er rennt genau rein. Und haut auch ab, man, wie ich den Typ hasse, ne? Halt die Schnauze, warum verbrennt. Nee, danke. Wo bist du? Schlampe. Komm her. Na, hau doch nicht ab. Wo bist du? Vater, du hast die... Oh, fast hätte ich ihn gehabt. Mann. Okay, ich glaube, ich habe gerade übersteuert zum Unfall. Ey, Junge. Mach's nicht so schwer jetzt. Voll honk. Ich habe da gerade was gesehen, ne? Oh. Auto-Hacker eingesammelt. Kann man das hier wegposten? Nee. Das ist reiner Fels gewesen. Ich versuche es wegzufrosten. Cool. Ich hab's für dich getan, Vater. Vater! Wie viele laufen ja von den Schmocks hier rum? Ich mag die doch nicht. Hilfe. Oh, was haben wir hier? Auto-Hacker einfach mal gefunden. Geil, Alter. Was ist denn hier los? Ja, wir können jetzt versuchen, den Typ zu erschießen. Aber ob das was bringt, ist eine Frage. Bolzen mit Stahlspitze. Den wir sollten auf jeden Fall mal Dings nehmen. Brandfallenbolzen. Keine Ahnung, ich kenne mich überhaupt nicht aus. Head Loss Monitoring. Gehen wir einfach da mal rein. Hier ist Wasser. Da kann man jemanden die Birne wegbrutzeln. Aufkreuzen würde, aber wollen sie ja nicht. Scheiße hier. Was ist denn hier los? Nein, Alter, ich hab doch Angst im Dunkeln. Hilfe? Irgendjemand war ja hier. Ey, mach doch keinen Scheiß, Mann. Wenn ich mich jetzt erschrecke, heul ich, ne? Das wisst ihr ja alle. Wieso sind die Leichen übrigens leer? Irgendjemand plündert die ja. Hilfe! Oh Mann! Man ärgert mich nicht! Oh Mann! Oh, du Hure, Alter! Du verdammte Hure! Hier, verreck! Schlampe, Alter! Bleib doch liegen, Missgeburt! Alter! Au! Au! Hilfe! Hilfe! Ah, Schlampe! Warum sterben die Frauen eigentlich schneller? Oh, das ist nur ein dummer Zufall. Oh, ja, Mann! Du hast doch angefangen, Depp! Hab ich gesagt, du sollst mich angreifen und töten? Nee, hab ich nicht. Also, wie geht denn denn nicht drauf, Mann? Geh drauf, du Penner! Stirb doch einfach! Das letzte Stück von dir gefressen hat, wird Ratcher wieder auferstanden sein. Ich werde die Jeder fickt die Wand. Wer war denn das, werden sie fragen. Hab ich gerade nicht gesagt. Figur zeigen, die an meiner Wand hängt. Wer war das? Wir haben überlegt, wer hätte das gedacht?
Tür bleibt zu. Ich höre noch einen Big Daddy. Alter, wie viele soll man denn von denen noch wegrotzen, Mann? Wer gibt mir die Munition dafür, bitte? Ich bin froh, dass ich Pistolenmunition habe. Ich mag die Pistole. Ich liebe sie. Der Big Daddy ist hier irgendwo. Ja, alle Little Sisters sind down. Den brauchen wir ja eigentlich nicht mehr. Den könnten wir ja theoretisch gesehen dann für uns benutzen. Aber auch nur theoretisch. Eine Theorie, die von mir aufgestellt wurde, ist eh immer falsch. Von daher... Kann man da rein oder verbrenne ich da, wenn ich da reingehe? Ionen gehen. Ziel erreicht, finde zwei Quarten. Ach, das war das schon. Cool. Ich erzähl dir mal was über die Keyboards und die ganzen anderen Universitätsfuzis. Die sind ja so schlau. Meinen sie jedenfalls von sich. Also, ich hab dem Typ letzte Woche ein paar Drinks eingeflößt. Und auf einmal erzählt er mir, der Schlüssel kommt aus dem Datum des Australian Day. Also gehe ich jetzt jede Woche ganz vorsichtig rein und nehme mir ein paar Piepen aus der Tasche. Der Australier kriegt es nicht mit und ich sag's ihm bestimmt nicht. Er hat echt eine Menge verrücktes Zeug da drin. Vielleicht, na, vielleicht werde ich eines Tages gieriger. Also ganz klar, wenn die jetzt immer sagen, ausgetrickst, jetzt fuck ich alle Leute. Oh, warte mal, warte mal. Verbandskast, cool. Ja, jetzt liegen hier mehrere Leute auf dem Boden, bis wir sitzen da und jetzt schreien sie mal, oh, getrinkt, hab ich auch, ja, ich hab dich reingelegt. Ich wollte gerade sagen, wieso kannst du nicht gerade auslaufen? Master ist so doof zum Laufen geworden. Traurig, aber wahr. Da ist traurig, aber wahr. Geh mir nicht machen. Müssen wir gucken, wie wir vorankommen. Warte mal. Wo müssen wir jetzt hin? Ich hab die Orientierung verloren. Ey, die fucken aber auch ab, ne? Die leben und leben. Ah, cool. Yeah. Körpertonika-Slot. Techniker-Tonika. Gesundheits-Upgrade. Auf jeden Fall benutzen wir sowas mal. Was ist das? Jedes Mal, wenn sie etwas hacken, erhalten sie ein wenig Gesundheit und Eve. Ist cool. Verbandskäste verleihen auch Eve. Verbandskäste verleihen etwas mehr Gesundheit. Nee. Beim Durchsuchen eines Behälters oder einer Leiche kannst du noch einmal suchen, um etwas anderes zu erbeuten. Sie bewegen und schwingen die Rohrzange schneller. Wenn du stillstehst, wirst du unsichtbar. Ja, ja, ja. Du erhältst ein wenig zusätzliche Gesundheit von Snacks und Bandagen. Du hackerst die Light 2, das ist okay. Nehmen wir. Technika-Slot. Ist auf jeden Fall hilfreich für die ganze Scheiße hier. Oh, was habe ich da jetzt reingepackt? Ich hab's nicht gesehen. Scheiße. Kampftechniker-Slot. Oh, wir sind voll. Erhöht die Forschungspunkte, die beim Fotografieren erzielt werden können. Bock kein. Sie nehmen weniger Schaden durch Kälte und können Gegner gefrieren lassen, wenn sie mit der Rohrzange treffen. Ah, habe ich schon drin. Erhöht Schadenspunkte durch Forschungen. Erhöht die Forschungspunkte, die beim Fotografieren. Naja, nimm mal das einfach. Scheiß drauf. Doppelt hält besser. Aha. Zorn. Insektenschwarm 2. Elektroball 2. Wow, hör damit. Cool. Sie nehmen weniger Schaden durch Elektrizität. Sie fügen bei elektrischen Angriffen mehr Schaden zu. Cool, Alter. Sie sind ja böse gepimpt. I got pimp my ride. Was ist das? Waffen-Upgrade-Station. Alter, was ich alles übersehen hätte, Mann. Wir steigern auf jeden Fall den Chemo-Werfer. Ne? Empfiehlt sich für den späteren Bosskampf, der vielleicht am Ende kommt. Dann hau ich alles raus, was geht. Also nix. Wo ich lang? Hier nicht. Ich muss hoch wieder. Ganz klares Ding. Wenn ich aufhebe. Einer lebt noch. Ist er da? Oh, Treffen ist auch nicht meine Stärke. Schmuck, Penner, Lümmel, Luder, halt die Schnauze, geh weg. Ich weiß, ich kämpfe wie ein Bauer, aber das muss einfach sein. Und der fällt gelassen. Wo habe ich die Waffe hingeschleudert, verdammt? Ach, ich bin ja oben.
Ja gut, wir müssen auf jeden Fall hier lang. Immer der Kamera folgen, ne? Das stimmt auf jeden Fall immer. Alter, wie geil ist das denn? Wir haben jetzt hier. Halt die Schnauze. Das sind ja so One-Hit-Opfer, die gehen ja noch. Von denen können ruhig mehrere kommen, aber nicht. Hallo. Hä? Der meint gar nicht uns. Oh, Alter. Erschrecken müsstet. Aber du warst das gar nicht. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Hallo? Ach, die wollen uns aufhalten, die Bombe zu machen, oder was? Warum ist der fast tot? Ach, der hatte gerade diesen Kampf gegen irgendjemanden. Ach, gegen die Frau hier. Nein, hat er eine Frau getötet, oder wie das? Wo ist der andere? Der hustet schon die ganze Zeit, aber wir sehen ihn immer noch nicht. Traurig, aber war. Da kann man ja nichts machen, ne? Interessiert uns jetzt auch nicht mehr. Wir gehen jetzt einfach hier rein und erledigen den Rest. Ich hoffe, die scheiß Bombe ist jetzt endlich mal zu Ende gebaut. Ziel erreicht. Gibt das Ion. Ah. Cool. Ja, wir heben einfach mal locker flockig so eine riesen Bombe da weg. Sieht das aus wie eine echte Bombe? Ich würde schwer hoffen. Du musst sie nach der geothermischen Überprüfung am Kern anbringen. Dann werden wir sehen, ob diese verdammten oberschlauen Gelehrten überhaupt eine Ahnung von der Geschichte haben. Ja gut, was müssen wir jetzt machen? Ich habe keine Ahnung. Ich befolge alle seine Gebote. Schlampe, Bitch. Alter, was halten die denn auf einmal aus? Maul, Mann. Die Schnauze, Schlampe. Oh, der wäre fast tot gewesen. Halt's Maul. Halt die Fresse, Junge. Der hält gar nichts aus, der Schmuck. Ja, eigentlich sollte ich mal richtig kämpfen. Komm, Freunde. Diese scheiß Methode, die bringt ja alles nichts mehr. Aber die bringen überhaupt nichts mehr, Mann. Ich krieg die überhaupt nicht mehr tot. Da sollte ich unbedingt jetzt dieses Maschinengewehr alles nutzen. Will ich aber nicht. Alter, wer lacht denn hier? Gehst mal auf den Sack, Junge. Hier habe ich doch alles abgeräumt. Hier ist nichts mehr. Hier drinnen auch nicht. Ha, wir haben fast die ganze Genebank voll. Oh, wie komme ich schon durch die Treppe? Habt ihr das gerade gesehen? Guck mal, was hier alles hinter der Treppe ist. Wie krass ist das denn? Aber wie kommen wir dahinter? Von da irgendwie. Wer macht diese Geräusche? Wieder ein Big Daddy. Alter. Was hat denn der für einen Arm? Eigentlich können wir den ja am Leben lassen, oder? Wartet mal. Wartest. Haha, wir haben Freunde. Wir haben Freunde. Wir haben Freunde. Die nicht. Kommt, jetzt könnt ihr mich alle gleichzeitig angreifen. Bitches. Da hinten hat was geblinkt. Ich hab's genau gesehen. Munition. Hallo, ich will die Munition haben, Big Daddy. Jetzt steht er mir auch noch im Weg rum. Komm schon in den Tresor. Aua. Habe ich den Tresor schon geknackt oder nicht? Jetzt bin ich ehrlich sehr verwirrt, ne? Doch, habe ich schon geknackt. Ich hatte nur nicht diese Munition hier aufgehoben. Warum? Weil ich nie die Schrotflinte benutze und deswegen voll bin. Gut zu wissen. Also, ich glaube, wir müssen jetzt hier runter. Siehst du übrigens noch ein Big Daddy? Yeah, Big Daddy gegen Big Daddy! Say hey ho! Interessanter Kampf, wenn man es mal so will, ne? Boah, den müssen wir festhalten per Foto. Haha, geil! Action-Foto mit Monus, mehrere Motive. Eine Nahperspektive. Jetzt ist der Big Daddy zwar wieder sauer, aber das interessiert ja keinen. Wir haben es fast voll, Mann. Fast voll, komm. Komm, komm, komm. Ja, egal, hat gereicht. Dein Gegner hat French Jockey und du glaubst immer noch, du könntest ihn besiegen? Dann sicher, weil du schon French Jockey 2 hast. Lass dich nicht mit dem Modell vom letzten Jahr erwischen. Rüst du noch heute auf. What? Okay.
Erhöht massiv den Schaden durch Rohrzange. Ach, cool. Ja, das hat sich doch gelohnt jetzt auf jeden Fall. Ich glaube, mal ein bisschen auf Big Daddy. Komm, Big Daddy, jetzt kannst du ihn umhauen. Jetzt ist er gefroren. Komm, hau drauf. Los, komm. Was denn nur, du Idiot, Mann? Kämpf doch mal. Du gehst auf die Eier, Junge. Ich hoffe, hinterher ist der Big Daddy nicht sauer auf uns. Komm, 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 geh drauf, auf, komm, stirb, stirb, du Ratte. Stirb, 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 stirb. Verreck doch mal jetzt endlich, Mann. Ah, watch, ich hab's gewusst. Nein, 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 nein. Nein! Ah! Oh! Du gehörst uns, du Idiot! Ah, der lässt sich nicht mehr beruhigen! Der lässt sich nicht mehr beruhigen! OMG! Notfallplan! Ich hab keinen! Fuck! Wo ist der? Oh, du Mist, geh weg! Andere Big Daddy hat kaum Schaden angerichtet. Oh ja, ja, man raste aus. Eben gerade waren wir noch beste Freunde. Dummes Arsch doch mal. Los, komm. Verreck. Ah, jetzt kriegst du einen mit der Rohrzange. Ah, okay. Hat schon so gereicht. Scheiße, Mann. Das habe ich mir selbst verbockt. Egal. Davon lassen wir uns nicht aufhalten. Doch, eigentlich schon. Es war also eine sehr schlechte Idee von mir. So viel steht schon mal fest. Der Feindkontakt heißt nicht für uns, oder? Doch oder nein oder doch? Ah, ist mir auch scheißegal. Oh, was ist das? Die Gene Bank, die braucht kein Mensch. Oh. Und hacken. Los! Ja, komm, die hackt mir schnell mal selber. Die ist ja easy going jetzt hier. So, wartet. So lange wird es nicht dauern, denke ich mal. Das ist ein einfaches Ding. So. Wir müssen einfach nur hier hochkommen. Das ist eigentlich nicht so schwierig jetzt. Mir fällt mal gerade auf, ich überziehe die Folge schon wieder 10.000 Minuten lang. Hier, jetzt hoch. So, jetzt da. Und zack, haben wir es doch. Chayas. Erfolgreiches Hacken, natürlich. So, Freunde, dann würde ich einfach mal... Was ist mit dem los? Egal, Freunde, bis zur nächsten Folge. Tschüss.